Hey meine Hübschen, wie ihr ja mitbekommen habt, konnte ich einige Tage oder habe einige Tage nichts online gestellt. Das lag daran, dass ich super krank war, beziehungsweise ging es mir überhaupt nicht gut. Und einfach so, ne? Deswegen habe ich nichts online gestellt, aber hier bin ich wieder und habe mir natürlich gleich wieder einen Wunsch aus dem Euer-Wunsch-Video herausgezogen und ich dachte mir, ich zeige euch meine Schuhe. So, jetzt hatte ich natürlich folgendes Problem, unsere Leiter war ausgeborgt, ich kam nicht an alle Schuhe ran, denn ihr wisst ja, die sind da ganz oben drauf auf meinem Schrank, die das Video gesehen haben, also Kleiderschrank-Check und wir bauen um, da habe ich das ja nochmal gezeigt. So, jetzt hatte ich noch ein kleines Problem, ich habe nicht alle erwischt, aber gut, das sind jetzt vielleicht noch 3, 4, die da oben irgendwie sind, irgendwo versteckt, ganz hinten. Aber das ist auch nicht so schlimm, denke ich. Sonst zeige ich euch fast alle, außer die, die noch im Keller sind, die konnte ich auch nicht nehmen, denn die habe ich nicht gefunden und ich war auch ehrlich gesagt zu faul, nochmal runterzugehen, um nochmal zu schauen. Also, wir fangen mal an.
das war es auch schon. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es wieder mal ein bisschen anders gemacht, denn ich finde das sonst immer sehr hässlich. Sehr unübersichtlich, wenn man es einfach nur mal schnell aus dem Schrank zeigt. Man sieht zwar einen Schuh von vorne oder so, aber das ist jetzt auch nicht gerade das Wahre. Man sieht den Schuh an sich nicht einfach. Deswegen habe ich das wieder mal so gemacht. Und ja, Frage des Tages ist natürlich, wie viele Schuhe habt ihr und oder welche Schuhe fandet ihr am schönsten und welchen oder welchen fandet ihr total schrecklich, hässlich, würdet ihr euch niemals im Leben kaufen. Versteht auch überhaupt nicht, warum ich so ein Ding zu Hause habe. Ja, erzählt's mir. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.